Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, wir sind in den Garten. Ja. Alles Garten. Ja, nach so vielen Regentagen scheint mal heute wieder die Sonne. Was? Ja, die Welpen sind dort, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich schnappe mir die Kamera und fange mal heute zum Vloggen an. Jetzt ist Mittag, wir haben die Kinder schon vom Kindergarten abgeholt, die Mama ist in der Küche, die bereitet gerade das Mittagessen vor. Was gibt's heute? Heute gibt's Hühnerkeule, ja, irgendwas in Thermomix. Ich weiß leider nicht auswendig, schaut aber auf alle Fälle sehr, sehr lecker aus. Wir haben die Welpen auch noch draußen und die Mama Goldi ist auch da. Mein Gott. Ich liebe sie so sehr, das ist unglaublich. Sie ist nicht so lange bei uns zu Hause, aber ich habe sie vermisst. Ja, und schau, da ist die Lara mit einer kleinen Maus in der Hand. Magst du ihn haben? Da kannst du bei mir auch lassen. Und da ist die eifersüchtige Sophie auch. Ah, da ist die Amy. Schau, so schaut es aus. Von meiner Perspektive aus. Nee, du hast eine Zicke im Kopf. Das ist, die kleine Maus, die bei uns bleiben wird. Ja. Sie hat sie bei uns auch ziemlich gut in unsere Herzen festgenagelt. Oh, ich liebe dich auch. Und? Wie fühlt sich das an, Lara? Seine kleine Glatze. Du hast keine Glatze, du hast auch mini Haare wie der Philipp. Ja, wie der Philipp. Ich schaue wie Caillou aus. Philipp heißen und der Philipp kann jetzt Papa heißen. Ja. Wie heißt du eigentlich? Aber weißt du, das fühlt sich gut an. Wie ich heiße? Ja, in echt. Ich heiße im echt Papa. Nein, ich heiße Johann. Johann. Ja. Ist ein schöner Name? Mhm. Oder geht's so? Ich weiß nicht. Was sagst du denn? Johann. Geht so? Oder Bär? Bär. Bär? Ich hab eigentlich Bauchweh, aber ich hab reingeschmissen. Hat der Bauchweh? Nein, ich hab den reingeschmissen. Was hat der reingeschmissen? Warte. Sag mir mal. Hey, komm her! Wie ist das? Schau dir mal das an. Schau mal, Goldi. Goldi? Nee. Und Lara, welche magst du am meisten? Die. Den schwarzen? Und die. Also eigentlich alle, oder? Aha. Ich will alle behalten. Oh, wir können aber nicht alle behalten. Wir haben keinen Platz mehr. So schaut bei uns der Nachmittag aus. Ich werde jetzt mal kurz ins Haus reingehen, um zu schauen, wie weit die Mama gekommen ist, weil wir schon alle einen Bärenhunger haben. Ja, ich glaube, die haben die alle lieb. Hey, die Mama kommt auch. Peppa! Mama! Ich wollte eigentlich auch ins Haus reingehen, um zu fragen, wie weit das Essen ist. Dauert noch eine halbe Stunde. Ich liebe dich auch. Du bist ganz schön angezogen heute. Die Kinder haben heute Fototag gehabt. Hast du Fotos gemacht? Ja. Und hast du gelächelt? Ja. So, Tidi? Lisa lächelt nämlich nie, wenn jemand anderer Foto macht. Die Lara hat mir auch erzählt, dass im Kindergarten ein Mädchen war, die nicht gelacht hat. Sie hat nicht gegrinst. Ah, wirklich? So hübsch. Wie man hören kann, schreit der Thermomix schon nach mir. Ich koche nämlich gerade Hähnchen in Paprikasauce mit Zucchini, Feta, Couscous. So, ich mache dabei auch ein bisschen Story. Und das Hühnchen ist da drinnen. Ja, also, warte, ich stelle mal kurz ab und koche mal weiter.
Ich bin jetzt fertig hier mit dem Thermomix, habe den Couscous zubereitet und jetzt warten wir eigentlich nur mehr auf das Hühnchen, das bald fertig sein soll. Essen wir schon ohne die Kinder oder die Großen? Wie spät ist denn? Wo kommen jetzt in 2 Stunden? Ich glaube, wir essen ohne die großen Kinder. Falls noch das übrig bleibt, können die Kinder auch was essen. Nein, ich habe alle Hühnerkeulen reingeschmissen, das wird schon reichen. Ja, heute ist Mittwoch. Ich weiß nicht, was der Papa schon euch alles erzählt hat. Es ist viel zu tun immer mit den Welpen, könnt ihr euch vorstellen. Ich habe auch Kommentare bekommen, dass ihr es schade findet, dass wir jetzt nicht mehr so Videos gemacht haben. Es war einfach nur letzte Woche einfach so stressig. Ja. Deswegen kamen wir nicht dazu. Deswegen kam letzte Woche kein Video. Aber es wird natürlich YouTube hier nicht vernachlässigt. Also ich meine... Wir rollen dann wieder nach. Ja, genau. Kommt dann jeden Tag Video. Nein, auf jeden Fall. Es ist sich einfach zeitlich überhaupt nicht ausgegangen. Es waren einfach viele Sachen zu tun. Gar nicht so viel auf Instagram. Aber mit den Welpen, also unser neuer Alltag... Der Tagesablauf, Rhythmus hat sich verändert. Genau, der ist aber der fängt schon so geballt an. Ja. In der Früh wachen wir auf, er geht mit den Hunden Gassi, dann werden die Kinder aufgeweckt, ich muss dann die Kiste machen mit den Welpen, die Welpen füttern, also Welpen rausbringen, füttern, dann machen sie ihr Geschäft, das ist ganz wichtig. Die lernen das jetzt nämlich schon, dass sie in der Wiese Pipi und Kaka machen, das ist schon Früherziehung. Und dann wird natürlich die Kiste gesäubert, weil da könnt ihr euch vorstellen, über die Nacht machen die halt mal rein. Und ja, das ist halt schon in der Früh gleich mega viel zu tun. Dann natürlich die Mädels für den Kindergarten fertig machen, Jause machen, dann die Kinder in die Schule schicken und die Kinder in den Kindergarten fahren. Es ist halt wirklich am Morgen schon richtig, richtig viel zu tun. Und ja. Naja, definitiv. Man kommt dann nicht mit der Gedanken, die Kamera in der Hand zu schnappen. Nein, dafür ist überhaupt keine Zeit. Also ich würde euch gerne mal mitnehmen, vielleicht müssten wir dann früher aufwachen, damit wir das irgendwie vorbereiten. Ja, und sonst war auch immer viel zu tun. Ganz viel Organisatorisches im Hintergrund. Wir haben mit Hühler, der Papa geht in letzter Zeit ganz viel auf Vorführungen. Das heißt, er präsentiert Hühlerinteressierten, also Leute, die den Hühler kaufen wollen, den Hühler mal bei sich zu Hause, dann können die den mal testen, mal eine Matratze absaugen und so weiter. Genau. Und falls ihr den Hühler einmal im Live sehen wollt und mal testen, dann schreibt das unten in die Kommentare. Oder schreibt mir eine E-Mail. Schaut mal unten in die Infobox. Und kommt zu euch. Genau, schaut in die Infobox, da ist eine E-Mail-Adresse bezüglich Hühler und da könnt ihr euch melden. Ja, sonst viel zu tun. Deiner Finger verletzt. Hm. War eine wichtige Meldung. Wann hast du heute beim Brote machen? Das ist ein Pflaster mit Einhorns. Oder? Ja. Und Mädchen, Papa haben halt Einhorn-Pflaster. Wir haben jetzt schon gegessen. Schaut euch mal, mein Teller ist schon leer. Meine noch nicht leer? Mir ist es gerade eingefallen, dass ich wollte noch sagen, ach komm, wir zeigen noch, was wir Schönes gekocht haben. Und dann haben wir vergessen, wir hatten so einen Hunger. Deswegen, ja, das haben wir gegessen. So schaut es hier aus. Also auf jeden Fall Couscous, Zucchini und Petersilie gemischt mit Feta. Und das ist ein Hühnerkeulchen. Und ich gehe jetzt zum Kleinen kurz. Ah, und schaut mal, was gerade mit Amazon gekommen ist. Also das haben wir für die Hunde bestellt, weil viele Hunde brauchen wir viel Wasser. Aber jetzt gehen wir schnell zum Baby. Der hat jetzt nämlich so brav geschlafen. Ich habe... Hi, oh mein Gott, wie soll ich sein? Schaut mal, da ist mein Baby. Hast du hier so schön geschlafen? Hast du geschlafen? So brav. Ja, mein Herzlein. Komm hier. Magst du Dinos? Bin mittlerweile draußen und die Welpen fressen meine Batzen. Ja, weil die Maus hier da hat, die süße Maus. Ja? Das ist so eine süße Maus. Schaut mal. Au, 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 au. Die Welpen sind ja richtig gewachsen. Ich glaube, als ihr sie das letzte Mal gesehen habt, waren die noch so klein und jetzt sind die so groß. Die haben schon Zähne. Ja, haben Zähne. Ja, das ist unser Welpe. Und das sind auch zu viele. Das ist auch noch ein Welpe. Jetzt kommen alle her, oder was? Ah, guckt an. Schon mal sind so viele. Hey! Die haben schon alle Namen. Das ist Louis. Das ist Jessie. Unsere hier heißt Lucy. Das ist Ingo. Ingo, hallo Ingo. Hallo, Mama, du Maus. Und da ist noch ein Welpe. Wo ist der? Oh. Ein Pepper. Die Pepper. Das ist Pepper. Das ist nicht Pepper. Pepper ist schwarz.
Wo ist Peppa? Peppa ist warm. Aber schaut mal, wie schön das hier schläft. Hey Masi, ich liebe dieses Auge. Sollen wir das auch behalten? Was sagt ihr? Ich will gern dieses behalten. Welches? Das schwarze? Das da? Mhm. Ich finde das auch so süß. Sollen wir das auch behalten? Mhm. Au! Hallo, Ingo, was ist hier los? Er hat mich auch gebeißen. Ja. Gebissen? Mhm. Hey Ingo, wo ist dein Problem? Hallo, Mister. Mr. Ingo. Mr. Ingo. Au, mein Ziegen. Ja, wie ihr seht, genießen wir den schönen Tag jetzt im Garten. Und bin mit den zwei Kleinen draußen. Oh, das schläft. Das ist schwarz, so süß. Ich sag's euch, das ist so. Schau mal. Oh. Ich habe nur mit einer Hand. Das ist so süß. Irgendwie hat das so einen süßen Charakter. Das ist die kleine Webbe. Das ist einfach sein gut schönen Gesicht, deswegen liebe ich ihn so zart. Er ist aber auch so fein und so zart vom Feeling her. Den wollte ich noch die Babys zeigen. Die haben sich nämlich alle da reingekuschelt. Ist nicht was ist das? Da ist diese süße Schwarze. Und da schlafen sie alle. Oh mein Gott, die genießen das so, so hart alle da im Garten. Die finden das richtig schön hier. Und ich finde es auch schön, dass sie im Garten sein können. Komm, Bubu, ich lieb das. Schaut mal. Jetzt ist Fütterungszeit, die Sophie. Ganz euphorisch. Nee, nicht für dich, Schatzi. Ich fütter die Welpen jetzt. Und ich habe hier das Futter. Seit zwei Wochen oder so essen die schon Nassfutter. Ich habe am Anfang ganz easy gestartet mit so Futter vermischt mit Welpenmilch, dann Futter vermischt mit Ziegenjoghurt. Sophie! Das ist die Trockenfutter von den Welpen. Aber jetzt, seit, ich glaube, einer Woche, essen sie nur mehr so Nassfutter. Ja, lass die Welpen am Boden. Wir füttern sie jetzt. Nachmittag im Garten bedeutet Chaos im Garten, zeige ich euch mal. Schaut mal hier überall. Dann habe ich auch einige Sachen schon aufgehoben. Lisa hat hier einen Schuh, dann haben die Kinder Raffaello gegessen, einfach hergeschmissen. Socken liegen hier, da ist ein Welpe. Ja, deswegen räume ich jetzt hier ein bisschen auf. Die Kinder sind in der Wanne und die Michelle kommt, da macht jemand Pischi. Die Michelle kommt gleich und hilft mir ein bisschen hier aufzuräumen. Weil ja, es schaut wüst aus. Fleißig, macht jetzt die Couch. Hühnersüchtig, ja. Das macht so viel Spaß, wenn man sieht, immer was das für ein Dreck da rauskommt. Das ist so funny.
Ja, und ich bin gerade in der Küche, die Mädels sind in der Wanne, zwei Kleinen. Bin gerade in der Küche und räume ein bisschen hier auf. Also ich habe jetzt die Geschirrspüler eingeräumt und den Tisch gerade abwaschen. Und ich überlege, was wir zu Abend essen. Aber ich finde den Deckel nicht. Irgendwer von den Kindern hat den Geschirrspüler ausgeräumt und fragt mich nicht, wo die Sachen hingeräumt haben. I don't know. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier noch schnell am Abendessen, einen kleinen Snack essen wir noch. Die Luisa ist leider schon im Bett, ist nämlich eingeschlafen, die ist so müde gewesen, ist beim Baden. Und wir werden jetzt was snacken und zum Quatschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.